in einem bekannten Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das zeigt euch die Wichtigkeit des As-Sidq. Er sagte: Inna as-Sidqa la yahdi ila al-birr. Inna as-Sidq yahdi ila al-birr. Die Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit. Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit. Und Frömmigkeit führt in das Paradies. Und ein Mann bemüht sich, ehrlich zu sein, bis er bei Allah als Siddiq niedergeschrieben wird. Als Siddiq. Ihr kennt diesen Begriff? Siddiq. Kennen Sie wahrscheinlich von dem Beinamen Abu Bakrs. Abu Bakr Siddiq. Und dann sagt er das Gegenteil. وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Lügen führt zum Fujur, Frevelerei. Lügen führt zur Frevelerei. Und die Frevelerei führt ins Feuer. Und ein Mann bemüht sich zu lügen, bis er bei Allah als Kazab aufgeschrieben wird, als Lügner aufgeschrieben wird. Dieser Hadith zeigt uns einmal die Wichtigkeit der Ehrlichkeit und die Gefahr, die in der Verlogenheit, die sich in der Verlogenheit birgt. Und das zeigt uns einen ganz anderen Aspekt noch, und zwar, dass gute Handlungen, dass diese Regel hat Ibn Qayyim in den Fawaid erwähnt, aus derartigen Texten, gute Handlungen gebären ihresgleichen. Gute Handlungen fördern gute Handlungen. Das heißt, du wirst schon in der Dunya für eine gute Handlung entlohnt, indem dir eine andere leicht gemacht wird. Schlechte Handlungen hingegen fördern ihresgleichen. Das heißt, du wirst schon in der Dunya für deine schlechte Handlung bestraft, indem dir eine ähnliche leicht gemacht wird, wie so ein Teufelskreis. طيب.